Hallo Flirtprofi, was geht ab? Der Sebi hier von den Flirtprofis und heute ist mal wieder Live-Flirtzeit. Das heißt, ich werde eine Frau ansprechen, werde dir direkt danach erklären, was ich gemacht habe und warum es funktioniert hat oder auch nicht. Jetzt sei erstmal gespannt und freu dich auf dieses Video. Viel Spaß. Sorry. Hi, ich muss dich ansprechen. Du bist unglaublich blond und hübsch. Leider fake blond. Fake blond? Ja, ach was. Wer hätte das gedacht, dass du fake blond bist, hä? Das ist ja was. Nee, also komm, also so leicht lassen wir Männer uns auch nicht verarschen, Mann. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Ja, toll. Und jetzt muss ich das Gespräch weiterführen. Ja, dann erzähl mir mal was über dich. Erzähl mir einfach mal so 2 bis 5 Dinge über dich. Wir müssen uns ja kennenlernen. Das ist ja alles ein Austausch. Zwischen, ja klar, wir wollen ja irgendwann auf ein Date zusammen gehen und wir gehen ja nicht einfach so, also auf ein Date, wenn wir uns gar nicht kennen. Deswegen sollten wir schon 2 bis 5 Informationen austauschen. Also du fängst mal an und dann mache ich weiter. Was machst du hier in Berlin? Ich wohne hier. Okay, ja. Jetzt mache ich weiter, ich auch. Du auch, das ist schön. Okay. Boah, das ist eine fette Uhr, das ist aber Fake-Diamanten und Fake-Gold. Oder? Naja, Fossil weiß ich nicht so. Ja, ja. Was du da so haben? Ja, ja, 100%ig. Ja, cool, was machst du hier? Studieren? Nee, ich bin mit meiner Ausbildung fertig geworden. Aha. Anfang des Jahres und arbeite jetzt richtig. Ah. Ja. Jetzt stellt sich nur noch die Frage, als was, aber das versuche ich jetzt mal zu. Ja, ja, genau, genau. Zeig mal deine Finger. Die Hände. Keine Arbeiterhände, keine Schwielen an den Händen. Ja, das stimmt. Und gepflegte Fingernägel, das ist sehr gut auf jeden Fall schon mal. Wie erkennt man's? Bist du gerade in deinem Arbeitsoutfit? Hast du das in der Arbeit an? Okay. Aber würdest du so in die Arbeit gehen? Genau so? Ja, hätte ich kein Problem mit. Aber würde dein Chef dir erlauben, so in die Arbeit zu gehen? Also du kannst so in die Arbeit gehen? Ja. Okay. Du machst irgendwas mit Klamotten bestimmt, du so in einem Modeladen. Ne? Okay, fuck, normalerweise ganz, bin ich echt immer gut in so. Ganz weit daneben. Irgendwas Bürotechnisches? Mhm, schon eher. Na, irgendwas Bürotechnisches. Da gibt's ja, also da musst du mir jetzt einen Tipp geben. Ich kann es auch gleich sein. Industriekauffrau. Yay! Yeah. Du auch? Was machst du jetzt gleich? Weil ich habe jetzt noch, ich bin eine halbe Stunde beschäftigt, danach hätte ich Zeit. Ich bin jetzt mit einer Freund verabredet und dann muss ich nach Hause, weil ich packen muss. Ja, wo geht's hin? Nach Kassel. Oh. Meine Convention. Wohin? Convention. Was für eine Convention? Konnichi. Was für eine Convention? Konnichi heißt sie. Was denn? Konnichi heißt sie. Was ist das? Das ist eine Cosplay-Convention. Ich bin Cosplayer. Aber was ist Cosplay nochmal? Das ist verkleiden als Anime-Figur. Geil, hast du Fotos da von dir als Anime-Figur? Ja. Zeig mal her, komm. Das interessiert mich voll. Noch mal ein Stück zur Seite. Na klar. Krasser Scheiß, Mann. Ja, voll cool, ey. Voll cool, ey. Hey, können wir uns dann mal treffen und du ziehst dein Kostüm an? Nee, das ist so anstrengend. Da laufe ich nur auf Konzo rum. Also das ist mir das zu viel Arbeit. Ja? Ja. Ah, schade. So rumzurennen ist auch ein bisschen. Sonst hätten wir Rollenspiele machen können. Dann wäre ich gewesen. Der eine von den Kickers, ja nicht so wie du schon wieder denkst. Kennst du die Kickers? Ja. Ja, ich wäre der eine von den Kickers gewesen. Und du, wärst Mila Superstar gewesen. Ich mag Mila Superstar nicht. Das ist zu alt für mich. Mann, ey, wie kann man es dir jetzt recht machen? Ich mag Sailor Moon auch nicht zum Beispiel. Oh Mann, ey. Kein Mila, kein Sailor Moon, kein Kicker. Schwierig, oder? Ja, egal. Pass auf, wir tauschen einfach mal Nummern und dann gehen wir vielleicht mal was trinken, wenn wir uns auf einen Charakter einigen können, okay? Wir können uns auch so mal treffen, du. Ja? Gerne. Okay. Wollen wir Handy oder wollen wir Facebook? Handy bitte. Handy? Ich mag Facebook gar nicht, weil Facebook nutze ich nur businessmäßig. Ja, ja, okay, ja, perfekt, super. Ja, ja. Ja, guck mal, wenn du jetzt eine Freundin triffst, dann würde ich mal sagen, kusch ab, schnell, flieg hin, setz deine Superkraft ein, damit werde ich dich mindestens noch 10-mal verarschen. Ja, ich merke das. Mindestens. Mindestens. Ich werde dich die ganze Zeit damit verarschen. Bei mir macht es voll Spaß. Sailor Moon, komm her. Komm her. Na dann. Ciao. Wir schreiben uns, ne? Ja, auf jeden Fall. Und wir können wir irgendwie, gibt es so eine Super-Power-Karte, wo wir uns in unseren Träumen treffen können? Weiß ich nicht. Verkleidet oder so? Nee. Bestimmt nicht.
Na gut. Na dann. Wir schreiben auf jeden Fall. Mila, ciao. Bis dann. Ciao. Jo, das war meine allererste Crossdresserin, die ich angesprochen habe. Und ich finde es wirklich voll interessant, dass die verkleiden sich voll crazy. Die Bilder von ihr waren echt richtig crazy irgendwie. Auch voll interessant. Auch richtig scharf so ein bisschen, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich würde mich selber nicht verkleiden, fand es aber interessant. Jetzt noch, was habe ich da gemacht? Im Prinzip nichts Besonderes. Ich habe mich ein bisschen mit ihr unterhalten, ein bisschen Smalltalk am Anfang, bis ich dann relativ schnell ein Thema gefunden habe, dadurch, dass ich oft das Thema gewechselt habe, das sie interessiert. Und ich fand das Thema auch interessant und das ist quasi die Grundlage für ein interessantes Gespräch, vor allem von ihrer Seite, denn sie ist in dieses Thema involviert. So, sie unterhält sich super gerne darüber. Und somit sind wir relativ schnell in so einer Bubble und wir haben ein Thema, bei dem wir auch ein bisschen tiefer einsteigen können. Und ich habe das Ganze durch meine Art, durch meine Witze, durch mein dummes Gerede im Prinzip so ein bisschen aufgelockert, sodass sie das auch noch witzig und entspannt fand. Deswegen war es mir relativ klar, dass ich ihre Nummer bekomme und auch, dass wir uns irgendwann treffen werden. In diesem Sinn, wenn du wissen willst, wie du auch locker und entspannt mit Frauen flirtest, so dass sie wirklich auf dich stehen, dann klickt man in der Infobox auf den ersten Link, nämlich unsere 3 Tricks. Da verraten wir dir, was du genau machen kannst, dass Frauen wirklich wie auf Knopfdruck auf dich stehen. Ansonsten lass auch mal einen Kommentar da, was dir aufgefallen ist. Nochmal einmal winken, da kommt sie nochmal, Mila Superstar. Und cool, Daumen nach oben für dieses Video und bis zum nächsten Mal. Ciao.